die Ausbildung angefangen habe, war, dass ich bei der vorherigen Arbeitsstelle gesehen habe, wie man eigentlich nicht führt. Die edelste Aufgabe, die eine Unternehmung einem Mitarbeiter geben kann, ist führen. Es gibt unzählige Berufsbilder. Doch alle Berufe haben eines gemeinsam. Es braucht Personen mit Führungskompetenzen. Vier Absolventinnen und Absolventen aus unterschiedlichen Branchen geben Ihnen einen persönlichen Eindruck zur Ausbildung der Schweizerischen Vereinigung für Führungsausbildung. Einer der vier Absolventen ist Adrian Blumenstein. Für ihn war Führen Neuland. Daher hatte er konkrete Vorstellungen, was eine Führungsausbildung bieten soll. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ihr Ausbildung anfange, die praxisorientiert ist, die nicht einfach nur Theorie ist und wo so in die Breite geht. Und so bin ich auf die SVF gestossen und sehr spannende Ausbildung. Praxisorientiert führen. Bei Adrian Blumenstein ist dies Programm. Er leitet 25 Mitarbeitende. Diese sind stets auf Achse. Um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualitativ einschätzen zu können, begleitet er sie bei der Arbeit. Die abgeschlossene Berufsprüfung gibt ihm Sicherheit in allen Führungsbereichen. Kommunikation ist ein wichtiger Bereich, der mich auch motiviert hat, der mir sehr gut gefallen hat bei der Ausbildung. Gesprächsführung allgemein, also wie geht man eine Gesprächsführung an, wie tut man ein Ziel verfolgen und vor allem auch, wie kann man andere Mitarbeiter begeistern und ganz wichtig, Selbstmanagement. Also ich glaube, das ist eine grosse Erkenntnis von mir. Von dieser Ausbildung, wie ich mein Leben organisiere. Und das ist nicht nur beruflich, sondern auch privat. Rehabilitationszentrum AREHA in Schinznach. Das Arztsekretariat steht unter der Leitung von Sophie Maurer. Die diplomierte Führungsfachfrau begann die Ausbildung bei der SVF zeitgleich mit dem Stellenantritt als Leiterin des Arztsekretariats. Daher war ihr eines wichtig: Theorie und Praxis verbinden. Ich konnte eigentlich sehr von der Ausbildung profitieren, durch das, dass wir sehr viele praktische Fallbeispiele hatten und Sprechtraining und Sitzung leiten und. Also wir haben wirklich sehr praktisch profitieren von dieser Ausbildung. Logistikzentrum der Post am Rande der Stadt Bern in Ostermundigen. Rund 130 Mitarbeitende arbeiten hier im Schichtbetrieb. Leiter dieser 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Guido Jecklin. Durch den straffen Arbeitsplan bleibt kaum Zeit, Gespräche im Sitzungszimmer zu führen. Guido Jecklin führt diese meist direkt vor Ort. Der Absolvent der eidgenössischen Berufsprüfung ist von der Ausbildungsqualität der SVF überzeugt. Was mich bei der Ausbildung beim SVF gut gedacht hat, sind die verschiedenen Dozenten. Da haben wir wirklich ganz gute Dozenten gehabt und die extreme Beispiele gehabt, die uns einfach Theorie sehr anschaulich dargestellt haben. Und insofern habe ich dann viel davon profitiert. Trotz langjähriger Führungserfahrung erhielt er durch die Ausbildung neuen Input und konnte diesen konkret anwenden. Im Laufe der Ausbildung hatte ich auch eine Situation in der Führung, die mich daran erinnert hat, was wir in der Schule gelernt haben. Ich habe wieder etwas von Notizen genommen. Und dann ganz bewusst eine andere Methodik, eine andere Vorgehensweise habe ich auch ausprobiert. Auch in der Hotellerie sind Führungspersönlichkeiten gefragt. Vizedirektorin Regula Bürgin ist verantwortlich für 50 Mitarbeitende aus unterschiedlichsten Arbeitsbereichen. Diese Berufsgruppen und das Unternehmen zu leiten, verlangt eine solide und breite Führungskompetenz. Diese Führungskompetenz hat Regula Bürgin. Sie hat die höhere Fachprüfung der SVF bestanden und ist eidgenössisch diplomierte Führungsexpertin. Ich habe die Ausbildung von der SVF ausgesucht, weil viel Bereich geschult wird in der Führung, sei der Unternehmensführung, strategisches Management, Kommunikation, Mitarbeiterführung, Change Management. Das ist eine sehr grosse Palette, die sie dann schulen während dem Lehrgang, wo vielleicht andere Lehrgänge sich nur mehr auf den einen Bereich oder auf den anderen fokussieren. Und da ist ein sehr grosses Spektrum abgedeckt von Führungsfragen.
Ich fühle mich sicher besser gewappnet in vielen Bereichen, dank dieser Ausbildung. Und da habe ich jetzt in der Vergangenheit einige Situationen gehabt, die mir sehr geholfen haben, dank dieser Ausbildung, um auch gewisse schwierige Situationen können zu bewältigen. Bei der Swiss Life in Zürich ist der Leiter für Ausbildung und Personalentwicklung von der Führungsausbildung der SVF überzeugt. Darum empfiehlt er diese seinen Angestellten. Das SVF-Zertifikat ist branchenübergreifend und auch die ganze Führungsausbildung, die gemacht werden. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil die Prüfungen, die dort gemacht werden, erlauben mir, dass ich weiß, dass meine Mitarbeiter eine Anerkennung gekriegt haben und dass sie eine offizielle Prüfung erreicht haben. Ich würde die Führungsausbildung auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es einfach sehr praxisbezogen ist für den Joballtag. Kompakt, praxisorientiert, pragmatisch. Mein Spektrum ist auf jeden Fall breiter geworden dank der Ausbildung. Ich glaube schon, dass ich eine bessere Chefin bin. Die Glaubwürdigkeit ist um, wenn man so eine Ausbildung macht und auch einen eidgenössischen Abschluss hat. Ich bin überzeugt, dass ich dank der Ausbildung beim SVF meine Kompetenz wirklich erweitern kann. Ich fühle mich fitter, ich fühle mich sicherer. Führen ist für mich ganz klar lernbar, wenn man das will.